Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zum zweiten Teil der Veranstaltungsreihe Kulturwandel durch Digitalisierung, die ich heute wieder moderieren darf. Ich darf heute ein Gespräch moderieren zwischen André Wolf, Jan-Henrik Schmidt und Lukas Sparlinger. Die werden sich gleich selbst vorstellen. Ich bin Annika Kaplan. Ich arbeite in der Kirchenverwaltung der EKHN als Referentin für den digitalen Wandel. Und eine meiner Aufgaben ist es, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und mich mit Kulturwandel und Digitalisierung zu beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen über Fake News und Desinformation. Ich glaube, es wird zwischendurch nicht so spaßig sein und gegen Ende versuchen wir aber dann wieder einen guten Schluss zu bekommen. Denn das Thema ist ja nun auch an einigen Stellen sehr ernst. Sie sehen schon oder ihr seht schon, wir haben eine Aufnahme gestartet. Während der Podiumsdiskussion, also hier auf dem digitalen Podium, wird die laufen. Wir werden aber am Ende spätestens 15 Minuten vor Schluss die Runde öffnen und dafür die Aufzeichnung beenden. Also es wird eine Gelegenheit geben, an der wir nochmal ganz privat sprechen können. Nur so viel dazu. Und zwischendurch sind natürlich Fragen auch immer im Chat erlaubt. Aber jetzt möchte ich gerne erstmal ganz herzlich unsere Gäste begrüßen heute, die sich jetzt einmal selbst vorstellen werden. Da bin ich auch ganz dankbar für. Und ich würde dich, Lukas, bitten anzufangen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Lukas Sparlinger, wie man auch links im Bild sieht. Ich habe mal Politikwissenschaft studiert, einen Master in empirische Demokratieforschung gemacht, Demokratie als, also sehr viel mit Empirik zu tun gehabt, auf der anderen Seite auch mit Demokratietheorien und bin jetzt Referent für digitale Welt im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und da verbinde ich jetzt sozusagen auch in diesem heutigen Thema diese beiden Dinge, nämlich einmal sozusagen die Auswirkungen von digitalen Medien und Desinformation auf die Demokratie. So viel von mir erstmal. Wir werden dann ja noch mehr sehen. Danke, Lukas. Jan, würdest du als nächstes ein paar Sätze zu dir sagen? Ja, gerne. Moin, Jan-Henrik Schmidt aus Hamburg. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin Soziologe und Kommunikationswissenschaftler. Das ist mein Hintergrund und ich arbeite in der Medienforschung, genauer gesagt am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut hier in Hamburg. Da bin ich seit 2007, vorher war ich ein paar Jahre in Bamberg an der Uni und im Prinzip so seit Mitte der Nullerjahre erforsche ich das, was wir heute soziale Medien nennen. Das hieß mal Web 2.0 oder Social Web. Und die ganze Zeit interessiert mich eigentlich, was wir Menschen mit den Medien machen, die wir da haben, und was die Medien mit uns machen, also diese Doppelfrage. Und ein ganz wichtiger Teil davon ist eben, wie verändern digitale Medien, soziale Medien, die Art und Weise, wie wir uns informieren und wie gesellschaftliche Öffentlichkeit hergestellt wird und wir uns darin bewegen. Genau, und darum wird es heute ja auch gehen. Vielen Dank. André Wolf, würdest du dich auch noch einmal vorstellen? Ja, wenn der Jan Moin aus dem hohen Norden sagt, sage ich Servus aus dem südlichen Wien. Es freut mich heute sehr, hier sein zu dürfen. Mein Name ist André Wolf, ich arbeite für den Verein Mimikama. Der Verein Mimikama ist ein Verein gegen Internetmissbrauch, gegründet 2011. Wir sind unterwegs, um ja Menschen auf Social Media zu helfen, ursprünglich vor Klickfallen zu be bewahren. Später ist dann hinzugekommen der gesamte Bereich der Desinformation, Propaganda, Falschmeldung, was halt so unterwegs ist. In unserem Vorgespräch, die Leute hier noch gar nicht wussten, ich habe evangelische Theologie studiert, aber deswegen bin ich heute nicht hier, sondern wegen meiner Arbeit, die ich für den Verein mache. Ja, und ich freue mich, dass wir alle darüber heute sprechen können, über das, was da draußen los ist im Netz. Wunderbar. Wir hatten ein Vorgespräch, in dem wir gemerkt haben, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, sich auf eine Stunde zu begrenzen. Es gibt viel zu sagen. Wir haben drei Experten mit ganz unterschiedlichen Perspektiven heute da. Und ich habe unheimlich viele Fragen. Ich werde einige davon jetzt stellen und wir gucken, wo uns das Gespräch hinführt. Mir ist auch wichtig, jetzt nochmal zu sagen, ich finde, dass die Beschäftigung mit dem Thema Desinformation wirklich manchmal auch ein bisschen unheimlich ist und mir macht es ehrlicherweise oft Angst, weil ich oft eben einfach nicht mehr so genau weiß, was kann ich jetzt eigentlich noch glauben. Diese Frage werde ich auch gleich den Experten stellen und dann meine Hauptfrage zum Schluss sozusagen, was mache ich denn jetzt damit? Also wie kann ich damit produktiv umgehen? Aber bevor wir da hinkommen,
möchten wir erstmal kurz, oder möchte ich erstmal kurz wissen, was ist denn überhaupt Desinformation? Was sind eigentlich Fake News? Was bedeutet das ganz konkret? Wo können wir das im Alltag erleben? Und ich weiß, dass der André dazu eine Präsentation mit Bildern mitgebracht hat, die wir uns gerne einmal dann jetzt anschauen und anhören können, damit wir auch alle über das Gleiche sprechen. Genau, ich habe eine ganz Mini-Präsentation, also niemand wird jetzt erschlagen von großer Rede. Ich möchte ein bisschen auf den Begriff oder die Begrifflichkeit Fake News eingehen, ganz am Anfang. Das ist ein Begriff, der viel genutzt wird, inflationär viel genutzt wird, auch in Medien. Und oftmals steht gar nicht so genau fest, was ist das eigentlich? Also wir selbst unterscheiden zwischen Fake News, Desinformation, Propaganda. Und die Fake News sind diese kleinen nadelstichartigen Falschmeldungen, die überall unterwegs sind und die ja uns beeinträchtigen in dem Sinne. Sie sollen uns nicht überzeugen von etwas anderem, sondern sie sollen die Sichtweise beeinträchtigen und vor allem dazu führen, dass wir am Ende sagen, ich weiß nicht mehr, wem ich glauben kann. Denn dann, wenn ich diesen Satz sage, wenn ich sage, jeder erzählt doch irgendwie Lügen, da haben Fake News gewonnen. So, was sind denn jetzt Fake News? Bei Fake News müssen wir ein wenig differenzieren. Der Begriff selbst, den kennen wir erst so wirklich hier in Mitteleuropa seit Anfang 2017, seitdem Donald Trump in dieser Pressekonferenz gestanden hat und geschrien hat, You are Fake News. Sowas hat Donald Trump da gemacht. Er hatte seine politischen Widersacher bzw. Medien, die er nicht mochte, als Fake News, zu Deutsch Lügenpresse beschimpft. Das hat jetzt natürlich nichts mit Fake News zu tun, sondern ist lediglich ein Kampfbegriff. Und wie man jetzt hier sieht, diese Folie, die ich eingeblendet habe, das von der Stiftung Neuen Verantwortung, die haben sich 2017 hingesetzt und haben mal gesagt, was sind denn jetzt Fake News und was eben nicht, obwohl es fälschlicherweise dafür genutzt wird. Also das, was Donald Trump da gemacht hat, ist nicht Fake News. Die Satire an sich kann nicht Fake News sein, sondern es ist eine Textgattung, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten will, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen, indem diese überspitzt werden. Dann gibt es einen Mittelteil, der häufig so verwechselt wird. Das ist dieser Poor Journalism. Also was ist, wenn Journalistinnen und Journalisten oberflächlich arbeiten, nicht ganz sauber arbeiten, vielleicht mal inhaltliche Fehler machen? Wenn das keine Absicht ist, haben wir es auch nicht mit Fake News zu tun. Genauso wie das Clickbaiting, also das Ködern, der Köder, das kennen wir alle, wenn wir auf Social Media unterwegs sind oder auf YouTube und sehen ein Bild zu einem Video, also diese Vorschau, klicken das an und der Inhalt ist dann anders als das, was uns angepriesen wurde, dann nennt man das Clickbait bzw. Klickköder, ist kein Fake News in dem Sinne, aber problematisch. Selbst die klassische Zeitungsente ist kein Fake News, weil sie nicht absichtlich gemacht wurde. Vor allem dann, wenn eine positive Fehlerkultur entsteht, weil die Zeitung oder der Nachrichtensender oder wer auch immer die im Nachhinein korrigiert und auf die Korrektur hinweist. Fake News beginnen dort, wo jemand gezielt, bewusst und absichtlich Desinformation betreibt. Also jemand weiß, dass etwas falsch ist und verbreitet es weiter. Wenn Inhalte absichtlich falsch interpretiert werden, also es gibt eine ganz klare Erklärung für einen Inhalt, aber man münzt ihn so um, dass es einem passt. Wenn etwas manipuliert wird, also Bilder und Videos in einen falschen Kontext gesetzt werden oder eben völlig frei erfunden werden. Dieser manipulierte Inhalt ist das, was sehr häufig vorkommt. Wir reden dort von ideologisch und politisch motivierten Hybridfälschungen. Hybrid, weil wir es oft mit zwei Komponenten zu tun haben. Eine Komponente, die unweigerlich wahr ist, korrekt ist, und eine, die falsch ist. Ich habe da jetzt ein Beispiel dabei aus dem Jahr 2019. Da hat es geheißen, schaut mal hier, junge Menschen hinterlassen auf ihren Klimademos selbst viel Müll. Ja, das waren so diese Geschichten, die erzählt wurden. Junge Menschen gehen auch nur auf Klimademos, um Schule zu schwänzen. Sie gehen nur auf Klimademos oder werden dort mit den Autos ihrer Eltern, mit den dicken SUV ihrer Eltern hingebracht und sind dementsprechend nicht vertrauenswürdig. Und sie würden Müll hinterlassen auf diesen Veranstaltungen, also sind sie gar nicht vertrauenswürdig. Und jetzt sieht man so ein Bild, das das beweisen soll. Was mache ich mit so einem Bild? Ich schmeiße dieses Bild in eine Suchmaschine und schaue, ob das Bild wirklich in diesen Kontext gehört. Und in diesem Fall kommt dann heraus, dass dieses Bild eben aus Zürich stammt, aus dem Jahr 2016 und eben nichts mit Klimademos im Jahr 2019 zu tun hat. Das passiert sehr häufig. Das sind diese manipulierten Inhalte, eine Form der Fake News. Haben wir ständig, sehen wir zu allen möglichen Sachen, die passieren. Beispielsweise bei Corona-Demos, ein tolles Bild auf der linken Seite jetzt gerade zu sehen. Das sollte eine Corona-Demo mit 1,5 Millionen Menschen in Berlin zeigen, ist aber in Wirklichkeit die Fanmeile 2014 zur Fußball-WM. Auf der rechten Seite ein Foto, das zeigen soll, dass die Toten im Ukraine-Krieg alle erfunden wären von der Ukraine, denn der Mann im Leichensack lebt ja noch.
er raucht eine Zigarette. Auch das sind Bilder aus einem ganz anderen Kontext. Der Mann stammt nämlich aus einem Musikvideodreh und da wird lediglich die Pause gezeigt, wo er halt eine Zigarette raucht. Das Ganze gibt es wirklich in allen Bereichen, auch jetzt zum Thema Krieg in Israel hat es anfangs geheißen, die Ukraine hätte die Hamas mit Raketen beliefert, dann kriegt man so ein Foto. Auch das stammt aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus der, ist schon über ein Jahr alt gewesen, dieses Bild, und hat gar nichts mit dem Krieg in Israel zu tun. Das passiert ständig. Da reden wir halt von manipulierten Inhalten und von Fake News, das eben vermischt wird teilweise. Wir haben wahre Bilder, echte Bilder oder Videos gar und letztendlich ja falsche Interpretationen dazu, be beziehungsweise bewusst falsche Darstellungen. Das nur einmal um so eine kleine Übersicht, was Fake News in dem Sinne sind. Das Ganze kann man natürlich auch so ausbreiten. Warum funktionieren sie? Ganz einfach, weil eben dahinter narrative, sinnstiftende Geschichten stecken und wir auch alle den sogenannten Confirmation Bias, also den Bestätigungsfehler haben. Wir suchen nämlich gezielt nach den Informationen, von denen wir von vornherein glauben, dass sie richtig sind. Vielen Dank. Wow, das war finde ich, dicht, aber schon mal sehr erhellend. Also ich bin jetzt das Gefühl, ich weiß schon ein bisschen besser, worum es geht. Lukas, du hast dein Mikrofon freigeschaltet. Aber nur, um gleich loszureden können, Nur falls eine falls es Frage so kommt. ist. Genau, die Frage wäre, Lukas oder Jan, möchtet ihr noch was ergänzen? Möchtet ihr ein Beispiel hinzufügen? Möchtet ihr noch was sagen zu der Frage, was sind Fake News? Sonst würde es nämlich jetzt weitergehen mit der Frage, warum müssen wir jetzt eigentlich in Bezug auf Digitalisierung darüber reden? Also die Veranstaltung heißt ja die Reihe Kulturwandel durch Digitalisierung. Ich denke, wir wissen alle, es hat sich ein bisschen was verändert durch die digitalen Medien. Wir haben jetzt auch gerade viele Bilder gesehen, die sich einfach sehr schnell verbreiten. Aber was ist jetzt der große Unterschied zu vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren? Vielleicht fange ich einfach mal an und Jan Gerne. ergänzt dann und auch André. Also sozusagen, ich glaube, grundsätzlich muss man feststellen, dass sozusagen Desinformationskampagnen oder also diese Taktik, die Strategie, die dahinter steht, dass die auch schon früher stattgefunden hat. Und ich denke, da muss man auch einfach darauf hinweisen, dass, ja, sagen wir mal, bestimmte Ressentiments sich ja auch einfach schon sehr, sehr lange halten. Also das erstmal ganz grundsätzlich vorgeschoben, nicht, dass so der Eindruck entsteht, Desinformation ist eine direkte Folge aus der Digitalisierung. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass es bestimmte Aspekte gibt, die sozusagen mit Blick auf die neuen Medien oder auch mit den Plattformen, Algorithmen könnte man da nehmen oder auch künstliche Intelligenz, dass das natürlich das Ganze so ein Stück weit beschleunigt und verschärft, in der Außendarstellung oder das, was wir sozusagen auch zugespielt bekommen. Also ein Faktor wäre zum Beispiel die Möglichkeit zum Mikro-Targeting, was regelmäßig eingesetzt wird, zum Beispiel in Wahlkämpfen, dass eben sozusagen auch Informationen sehr zielgerichtet auf Personengruppen zugeschustert werden können und dementsprechend da solche Strategien gefahren werden können. Und dann so die ganz klassischen Aspekte, die mir einfallen, sind sozusagen die Möglichkeit zur schnelleren Verbreiterung, die leichtere und die schnellere Erstellung von Inhalten. Ein Post, wie André ihn gezeigt hat, ist relativ schnell zu erstellen. Also man sucht sich ein Bild. Vielleicht heutzutage lässt man sich ein Bild generieren und verbaut da sozusagen noch, connectet das mit bestimmten Informationen und es ist draußen in der Welt. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir auch darauf hinweisen, dass wir natürlich in sehr stark polarisierenden Zeiten leben, wo es bestimmte Themen gibt, Klimawandel, die Rechte von marginalisierten Gruppen, Migrationspolitik, die einfach dazu beitragen, dass sowieso einfach ein bestimmtes Klima herrscht, das sozusagen grundsätzlich auch polarisierend ist. Also ich glaube, das sind sozusagen so die Faktoren, die mir einfallen. Genau. Jan, würdest du gerne ergänzen, was hinzufügen? Ja, ich hatte mir auch dann so, als du die Frage gestellt hast, erstmal so drei Stichworte aufgeschrieben. Das Lukas jetzt in anderen Worten gesagt, also die Möglichkeit, fangen wir hinten an, Bilder, Videos, Audiodokumente leichter manipulieren zu können. Ist immer noch nicht ganz leicht, komplett
authentisch aussehende Bilder zu malen, aber es fällt leichter mit den digitalen Werkzeugen, als es vielleicht noch früher mit Fotos auf Abzüge und so weiter war. Das ist das Erste. Also Manipulierbarkeit von digitalen Inhalten. Alles, was mit der Verbreitbarkeit von Informationen zu tun hat, hat Lukas auch schon angesprochen. Dahinter steckt letztlich die Entwicklung, dass der Journalismus oder überhaupt, sagen wir mal, klassische Expertenautoritäten das Monopol verloren haben, Informationen zu filtern. Das ist vor allem der Journalismus, der ganz lang ja für uns gefiltert hat, was wird sichtbar, was kommt in die Öffentlichkeit. Und die digitalen Medien, vor allem die sozialen Medien, haben die Möglichkeit geschaffen, dass man das umgehen kann, dass man sich seine eigene persönliche Öffentlichkeit schaffen kann als Politiker wie Donald Trump. Ne? Wenn der auf seinem Twitter-Account oder Truth Social erreicht, er ein Millionenpublikum, ohne dass es irgendwie nochmal einen Check gibt, stimmt das denn? So, und also nur eine Facette, aber die Möglichkeit, wie sich Informationen verbreiten können und auch ein großes Publikum erreichen können über so Schneeballeffekte, das ist mit den digitalen Medien anders geworden. Zum Teil auch tatsächlich auch, dass die digitalen Medien Kommunikation sichtbar machen, die es immer schon gab, die für uns aber vorher nicht wahrnehmbar war. Also all das, was so den Austausch im privaten Bereich angeht, das, was man, vielleicht auch der Smalltalk, das, was man Leuten einfach mal eben so über den Gartenzaun zugerufen hat, hast du schon gehört, das und so weiter. Natürlich, das haben Menschen immer gemacht und machen sie auch heute noch. Aber in Teilen wandert das halt jetzt auch in WhatsApp, in Facebook, in was auch immer, in die sozialen Medien und wird dann unter Umständen auf einmal auch für andere sichtbar. Sei es auch nur, weil es gespeichert ist und man es morgen noch sehen kann oder in einem Monat. Und dann kam mir aber noch, das ist aber, glaube ich, noch ein komplizierteres Argument, auf das wir vielleicht nachher nochmal eingehen wollen. Tatsächlich ist für manche der Umgang mit Fake News und die Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, tatsächlich auch inzwischen ein Geschäftsmodell geworden. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber man kann eben durch bestimmte Formen von Fake News ja auch wirklich Aufmerksamkeit generieren und Aufmerksamkeit lässt sich in sozialen Medien monetarisieren. Man kann davon finanziell profitieren. Und das kann wiederum für einige auch ein Anreiz sein, sich so in diesem Bereich zu bewegen. Und tatsächlich, also na, dann sind die Grenzen vielleicht zu dem Clickbaiting, was André vorhin ja so ein bisschen auseinander differenziert hat, die verschwimmen vielleicht auch zu anderen Formen. Aber manche Desinformationskampagnen finanzieren sich buchstäblich selber, weil drumherum eben auch noch monetarisiert und also durch Werbung und so weiter auch noch Geld verdient wird. Vielen Dank. André, möchtest du noch was hinzufügen? Ja, das ist ja dieser spannende Aspekt, was wir eben gehört haben, dass das alles nicht neu ist. Wir haben es überhaupt nicht mit neuen Dingen zu tun. Was neu ist, ist das Medium. Das heißt, Social Media und Internet sind massentauglich geworden. Das ist so diese Theorie der Massentauglichkeit. Immer wenn etwas für alle zugänglich ist, ist es revolutionär. Ich erinnere an dieser Stelle immer an Frau Merkel aus dem Jahr 2013. Sie hat gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. So, und ich habe damals gelacht und mir gedacht, hey, du bist seit den 90er Jahren schon online. Das ist doch nicht Neuland. Aber sie hatte recht. Und zwar in dem Punkt, dass die Massentauglichkeit neu ist. Auf einmal, seit 12, 13 Jahren ist es so, haben alle ein Smartphone, egal ob jung, ob alt, ob reich oder arm. Auf einmal haben wir alle die Möglichkeit gehabt, jederzeit ins Netz gehen zu können, jederzeit teilnehmen zu können. Vorher war man gebunden an den Rechner daheim und musste auch Internet zu Hause haben. Viele haben mir gesagt, ich habe gar kein Internet oder kann gar nicht teilnehmen. Das ist vorbei. Wir können jetzt jederzeit teilnehmen. Und das kann man immer wieder auch in der Geschichte verfolgen. Immer wieder, wenn ein Medium massentauglich wurde, musste man damit neu umgehen. Und jedes Medium hat seine Geschichten gebraucht. Da kann man bis zurück zum Buchdruck gehen. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern von Gutenberg war nicht viel wert, ohne eine Geschichte, die er erzählen konnte. Die Geschichte war die Reformation, interessanterweise. Und die Reformation war nichts wert ohne den Buchdruck. Es gab schon Reformatoren vor dem Buchdruck, die hat nur keiner gelesen. Die kannte niemand. Aber Luther hat den Buchdruck zwingend gebraucht. Luther hat Zwingli, Calvin, alle wie sie hießen. Das ist das Spannende. Und dadurch gab es auch Unruhen in dem Feld. So, und jetzt sind wir modern adaptiert, eben beim Internet. Und das gerade Social Media wurde im Jahr 2014 und 13 von rechtspopulistischen Parteien, von Rechtsextremisten, aber auch von Putin deutlich genutzt, politisch genutzt. Vorher hatten wir kaum politische Manipulation im Internet. Aber diese Gruppierungen haben gemerkt, dass sie uns alle erreichen können, und zwar in unseren intimsten Zonen. Ja, wir liegen teilweise im Bett und schauen noch mal schnell, was ist im Internet passiert, und werden dort bombardiert mit radikalen bis extremen Inhalten oder eben mit Inhalten, wo wir nicht genau
filtern können, was ist das? Denn das hatte Jan ganz richtig gesagt. Auf einmal diese Gatekeeper-Funktion, wie sie Journalistinnen und Journalisten innehaben in klassischen Sendern, die ist jetzt auf uns übergegangen. Wir selbst müssen lernen zu filtern. Wir müssen erstmal lernen, was ist relevant, was wir selber senden, denn wir sind selber Senderinnen und Sender geworden. Und wir müssen selber filtern können, stimmt das überhaupt, was ich gerade konsumiere? Und das ist für viele sehr schwierig, weil sie nicht mit den Werkzeugen des Netzes umgehen können. Viele sind nicht in der Lage, richtig eine Suchmaschine zu nutzen oder Bildersuchen zu nutzen oder Kartendienste zu nutzen. Und das gehört halt dazu. Ich muss in der Lage sein, die Menge an Informationen zu filtern, wenn wir haben über viele Informationen. Wir haben mehr Informationen, als wir benötigen. Macht es denn einen Unterschied, ob ich schriftliche Informationen jetzt aufnehme oder versende oder zum Beispiel Bilder? Also ich denke mir, schriftlich haben wir in der Schule möglicherweise gelernt, wie wir Fakten prüfen, mehr oder weniger gut, aber bei einem Bild, das ja eher suggestiv was vermittelt, ist das doch möglicherweise was anderes, oder? Knüpfe kurz daran an, Social Media und Internet ermöglichen uns die Werkzeuge des sogenannten Digital Storytellings. Also wir haben vier verschiedene Möglichkeiten, Inhalte zu verbreiten. Das ist einmal das, was du gerade gesagt hast, in Textform. Ich kann was tippen und als Text verschicken. Klassiker, aber ich kann im Netz auch mit Bildern arbeiten, mit Memes, ja. Memes, gerade seit gestern tollen Memes mit den ganzen Katzen und Hunden aus den USA. Das heißt, ich kann das sogenannte Framing, also die Rahmen schaffen, Bedeutungsrahmen schaffen mit Hilfe von Bildern. Der dritte Punkt ist, ich kann visuell mit Videos arbeiten. Ich kann kurze Videos schicken. Selbst WhatsApp habe ich mittlerweile die Möglichkeit, Videonotizen zu schicken. Ganz toll. Wer es noch nicht kennt, einfach unten die Kamera gedrückt halten. Und dann öffnet sich so ein kleines rundes Fenster und kann man dann eine Videonotiz schicken, die ist im Chat eingebettet. Und das vierte ist, ich kann mit Voice Messages arbeiten. Ich kann auch meine Stimme verschicken, einfach, die man sich jederzeit anhören kann. Also im Grunde genommen, das, was wir früher gelesen oder nur ferngesehen oder am Radio gehört haben, im Internet können wir alles vier nutzen. Und das ist auch neu. Genau, also ich finde das total interessant, also weil ich glaube, es ist unbestritten, dass Bilder oder auch Videos eine gewisse Macht auch erzeugen und eine Wirkungsebene haben. Und gleichzeitig möchte ich auch darauf hinweisen, dass natürlich die Erzählungen, die dem Ganzen zugrunde liegen, also ein Gerücht verhaftet sich nicht. Also es gibt viele Beispiele. Ich weiß nicht, wer es bekommen hat. JD Vance war neulich oder beziehungsweise ein Kommentar über JD Vance ist viral gegangen und das ganz ohne Bild. Also der Zusammenhang ist folgender, dass ein User von X behauptet hat, fälschlicherweise, dass der JD Vance, wer nicht weiß, wer das ist, ist der Running Mate von Donald Trump. In seinem Buch beschrieben hätte, dass er eine sexuelle Interaktion mit einer Couch gehabt hätte. Das hat sich so schnell verbreitet, wo man ja eben sieht, da für bestimmte Gerüchte oder für bestimmte Erzählungen oder für einen bestimmten Quatsch braucht es eigentlich gar nicht sozusagen die Wirkmächtigkeit von Bildern. Also es ist, glaube ich, beides. Es ist natürlich schon so, dass sozusagen Bilder oder auch bewegtes Bild bestimmte Emotionen auch wieder übertragen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass auch natürlich irgendwie ein Stück weit negative Emotionen auch eine Währung oder sehr wirkmächtig sind in den sozialen Medien. Aber gleichzeitig sind es die Erzählungen, die greifen. Und was wir da natürlich auch wissen, ist, dass diejenigen wirklich in die Rabbit Holes hineinfallen, die sowieso sich bestätigt fühlen durch diese Aussagen in ihrem Weltbild. Genau. Ja, du hast gerade schon Donald Trump erwähnt und André sagte vorhin auch, der Begriff Fake News wurde sozusagen bekannt durch ihn. Das bringt mich zu dem Thema, was macht denn das mit dem Thema? Also was machen diese Fake News? Was macht die Desinformation mit der Demokratie? Worauf können wir unsere Wahlentscheidungen berufen und wie gehen die PolitikerInnen damit um? Was ist ein guter Umgang möglicherweise und was ist einer, bei dem wir aufpassen müssen? Soll ich mal anfangen? Ja, gern. Also die erste Antwort, wie sich Desinformationen auf unsere Gesellschaft auswirken, ist, dass sie unterhöhlen oder unterminieren bestimmte, sag mal, Standards, wie wir eigentlich in der Demokratie uns verständigen und unsere Meinung bilden wollen.
Vor allem den Maßstab der Wahrhaftigkeit von Kommunikation, der Ehrlichkeit. Das sind, Andrea hat das vorhin einleitend gesagt, Desinformationen sind wissentlich falsch oder wissentlich in den Umlauf gebrachte falsche Informationen. Es geht nicht um den Fehler, sondern es geht darum, dass da jemand ein Interesse daran hat, zu desinformieren, also zu täuschen, vielleicht zu verwirren, vielleicht aufzuhetzen oder aufzuwiegeln. Und das unterläuft das Ideal, was wir eigentlich in unserer demokratischen Gesellschaft haben, dass wir verständigungsorientiert miteinander kommunizieren, dass wir ein Interesse daran haben, durch gute Argumente zu überzeugen und nicht durch Täuschung. Das ist ein Ideal, ne? Und für, also Habermas wäre dann jetzt sozusagen der prominente Name, der Philosoph, der dahinter steckt und da eine ganze Demokratietheorie draus gemacht hat. Muss man gar nicht so hochhängen, aber schon. Also wir würden, glaube ich, alle, wären uns alle einig, dass wir sagen, wenn es um Meinungsbildung, um politische Debatten geht, möchten wir eigentlich, dass Menschen, Politikerinnen und Politiker, aber auch Bürgerinnen und Bürger wahrhaftig miteinander umgehen und nicht versuchen, sich zu täuschen. Und Desinformationen unterhöhlen das. Das ist also die eine Auswirkung. Sie entziehen sozusagen der gesellschaftlichen Debatte in gewisser Weise den Boden. Einen zweiten, gibt wahrscheinlich noch mehr Folgen, aber eine zweite Folge will ich noch kurz hier ansprechen, kam auch schon so zwischendurch immer durch. Desinformationen sind tatsächlich sehr eng verbunden mit dem Aufstieg von populistischen Akteuren, Parteien, PolitikerInnen. Die hat es auch schon immer gegeben, aber wenn ich populistisch argumentieren will, dann ist das Internet für mich großartig, gerade weil ich, wie gesagt, hatte ich, was ich vorhin sagte, ich kann die Dinge ohne journalistische Prüfungen in Umlauf bringen. Ich kann emotional kommunizieren, ich kann Leute bei ihren Emotionen packen, ich kann sie versuchen, wütend zu machen, ich kann versuchen, sie anzustacheln. Das sind alles populistische Mittel. Und das funktioniert mit der Art und Weise, wie soziale Medien Aufmerksamkeit strukturieren, halt leider richtig gut. Das heißt, Desinformationen als Teil von populistischen Kommunikationsstrategien funktionieren zurzeit gut und sorgen dafür, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern also weltweit habe ich jetzt nicht den Überblick, aber doch in vielen, mindestens in westlichen Demokratien, halt überall leider gerade mit dem Aufstieg von populistischen Parteien und Persönlichkeiten zu tun haben. Und das ist auch wieder für eine Demokratie nicht gut. Lukas, du hattest dich auch wieder freigeschaltet. Es Interpretiere ich das richtig? ist wie vorhin. Es ist im Prinzip, ich hätte das Gleiche in anderen Worten gesagt. Also Informiertheit ist Okay. sozusagen die Grundlage für die Wahlentscheidung am Ende sozusagen in der Theorie. Und was ich vielleicht noch ergänzen kann, deswegen sprechen wir ja auch immer davon, dass sozusagen der Qualitätsjournalismus natürlich so unglaublich wichtig ist, weil der natürlich die Instanz ist, die sicherstellen soll, dass sozusagen die Informationen, die relevant sind, um dann eben die entsprechenden Entscheidungen zu treffen, notwendig ist. Und genau, es gab die große Krise des Journalismus vor einigen Jahren. Aber das Fass möchte ich eigentlich gerade gar nicht aufmachen, weil da kommen wir, glaube ich, in ganz andere Sphären. Ich versuche immer ein bisschen eure Körpersprache zu lesen und eure Mikrofreischaltung oder Nichtfreischaltung, damit ich euch nicht alle nacheinander anspreche. Aber das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Aber jetzt hat sich André freigeschaltet, deswegen Genau. spreche ich ihn an. Ja, das ist eine gute Taktik. So 10 Sekunden, bevor man was sagen will, das Mikro freischalten. Das hilft dir ungemein wahrscheinlich. Ja, wir haben es eben schon gehört. Populismus, ganz wichtig, ganz wichtige Sache. Populismus, Aufstieg des Rechtspopulismus innerhalb von Europa. 2014 hat das begonnen. Der Populismus nutzt natürlich Social Media, vor allem, weil dort kann man unwidersprochen arbeiten. Das bedeutet, ich habe meine eigenen Kanäle. Das ist auch geschehen. Die sogenannten alternativen Medien haben sich dort etabliert. Große Parteien haben ihre eigenen Kanäle bis hin zu eigenen Fernsehkanälen auf Social Media und dort wird ihnen nicht widersprochen. Und wenn in den Kommentarspalten mal ein Widerspruch erscheint, haben sie die Möglichkeit, diesen zu löschen, auszublenden oder sogar zu überstimmen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das heißt, ich kann auf Social Media, auf den Plattformen, ein falsches Bild der Realität aufbauen, also eine falsche Wertigkeit aufbauen. Ich kann Themen thematisieren, die gar keine Wertigkeit haben. Wir reden davon sogenannten Phantomdiskussionen. Ganz großes Beispiel: Das Bargeld wird demnächst abgeschafft. Völliger Murks, aber das ist in ganz vielen Köpfen drin. Das Bargeld ist sogar auf EU-Ebene fixiert. Es kann gar nicht abgeschafft werden. Dass vielleicht ein schleichender gesellschaftlicher Prozess dahin geht, dass wir immer mehr digital bezahlen, ist eine andere Geschichte. Aber das Bargeld wird nicht abgeschafft. Dennoch, der Populismus behauptet das.
ganz stark und fest. Das sind alles solche Geschichten und damit kann ich jemanden Angst machen und Angst ist auch ein Instrument des Populismus und dafür ist Social Media natürlich ideal, denn die Plattformbetreiber, die wollen, dass wir so lang wie möglich und so viel wie möglich darauf interagieren, auf ihn interagieren und daraus resultiert, wir sollen natürlich Themen nachgehen, die uns triggern, so heißt das, also auf die wir anspringen und wir springen auf diese Angstthemen natürlich am meisten an, denn Angst ist eine große Emotion. Wir wollen entweder andere helfen, bewahren oder haben selbst Angst vor was und interagieren. Deswegen ist immer mein Credo, wenn ihr etwas seht, was sehr dramatisch ist, was sehr hetzerisch ist oder sonst was, interagiert gar nicht mit, betreibt gar nicht erst Gegenrede, denn damit zeigt ihr den Plattformen bzw. den Algorithmus, dass das für euch wichtig ist und dadurch werden die Themen noch weiter aufgebauscht, beispielsweise. Also das ist das ganz große Problem. Social Media Plattformen sind schlichtweg ideal für jede Form des Populismus. Ich habe jetzt gehört, dass sehr verkürzt, ihr habt es natürlich viel schöner gesagt, dass es gerade für Populismus, für populistische Parteien extrem hilfreich ist, wie diese Plattformen funktionieren und dass das eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Da schließt sich für mich die Frage an, können wir da mit demokratischen Mitteln was gegen machen? Also wäre es Aufgabe der etablierten demokratischen Parteien, da einzugreifen? Lässt sich das regulieren können oder wollen die Plattformen das nicht machen? Wie ist da im Moment die Diskussion? Wie ist da eure Haltung? Wer sich Fang zuerst mal an. freischaltet, darf zuerst, genau. Ich fange mal an. Also, die Aufgabe ist natürlich nicht eine, die man einfach lösen kann, genauso wie komplex das Problem ist. Also, auf der einen Seite ist es, denke ich, relevant, über Regulierungen von Inhalten zu sprechen und das mit den Plattformen. Da gibt es auch verschiedene Vorhaben. Regulierungsvorhaben gesetzlicher Natur sind sehr träge, weil damit verbunden ist, dass Behörden aufgebaut werden müssen, rechtliche Maßnahmen auch umgesetzt werden müssen und Plattformen, zumindest die großen, multinational agieren. Und dementsprechend auch, weil sie auch wirtschaftlich sehr stark sind, sehr stark sozusagen auch ihre eigenen Interessen in politischen Prozess mit einbringen können. Das ist sozusagen die eine Seite. Gut daran ist, dass tatsächlich auf europäischer Ebene da ganz viel versucht wird zumindest. Genau jetzt zuletzt, vielleicht haben es einige mitbekommen, wurde der Digital Service Act europaweit ins Leben gerufen. Mit Blick auf Desinformation und Hate Speech wurde da jetzt sozusagen in diesem Jahr wird jetzt gerade die Bundesnetzagentur als Plattformaufsichtbehörde ins Leben gerufen und die sollen sozusagen dann genau Verfahren einleiten, wenn sozusagen systematisch große, also blöde Dinge passieren. Genau. Und das andere ist natürlich dann schon auch die Verantwortung der Politiker und auch gesamtgesellschaftlich, wo es da natürlich schon auch darum geht, dass die Akteure klare Haltung beziehen. Das ist, denke ich, eine wichtige Strategie und es ist eine Bildungsaufgabe. Und da können aber, glaube ich, André und Jan-Henrik deutlich mehr dazu sagen als ich. Vielen Dank, der Jan hat sich schon Ja, ne? Ich mache mal ein freigeschaltet. bisschen mehr als 10 Sekunden vorher, den Punkt jetzt zu erwischen, wo man das Mikrofon falsch haltet, ist gar nicht so leicht. Ich habe es gesehen und Ja. kann dir jetzt Sehr sozusagen das Wort schön. erteilen. Nein, ich wollte bei Lukas' Bemerkung einhaken, nicht um ihn zu widersprechen, aber ich will zumindest darauf hinweisen, dass man kann immer relativ schnell dann auch nach staatlicher Regulierung, nach Gesetzen und so weiter, auch nach Behörden und so rufen. Und das ist auch, also der Ruf ist auch richtig. Aber man muss bedenken, dass man hier an einem sehr, 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 sehr sensiblen Bereich operiert. Nämlich es ist oft nicht ganz leicht zu erkennen, wo wir noch legitime Meinungsäußerungen haben und wo wir Meinungsäußerungen haben, die schädigend sind und vielleicht die Grenzen des Meinungsäußerungsrechts überschreiten. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Also die Vorstellung, dass es ich mache mal überspitzt mal, ohne dass ich das Lukas jetzt sozusagen in den Mund legen will, aber von einer staatlichen Behörde, die nun kontrolliert, ob ein Posting auf Facebook oder auf Instagram nun stimmt oder Fake News ist, die ist grauslig. Also so eine Wahrheitsbehörde, ne? Das ist sehr, sehr zugespitzt formuliert. Und selbst wenn man das nicht von einem Bundesamt oder sowas machen lässt, sondern das den Plattformbetreibern überlässt,
Ist das auch keine schöne Vorstellung, dass nun die großen kommerziellen Monopolisten nun bestimmen, und zwar einzig nach ihren Regeln bestimmen, was gesagt werden darf auf den Plattformen und was nicht? Das ist sozusagen, das heißt nicht, dass wir Desinformation einfach so laufen lassen sollten, ganz im Gegenteil. Ich will nur davor warnen, dass so diese Forderung, ja, da müssen wir mehr, muss der Staat halt mehr machen und mehr, sozusagen, mehr aus dem Netz nehmen. Das ist in vielen Bereichen oft eine schwierige Forderung, und hier bei Desinformationen, finde ich das auch, also, schwierig, so in dieser Einfachheit zu fordern. André. Ich stimme da Jan auf jeden Fall zu. Ich bin auch kein großer Freund von Gesetzen oder irgendwelchen staatlichen Regulierungen. Das Problem ist, ich bin ein hoffnungsloser Bildungsromantiker und möchte, dass eben wir alle, nicht nur die jungen Menschen, sondern auch alle Generationen in der Lage sind, Internet, Social Media zu verstehen und vor allem Demokratie zu lernen wieder. Wir haben verlernt, wie Demokratie funktioniert. Das ist die einzige, ja, Regierungsform, für die wir arbeiten und kämpfen müssen. Alle anderen kriegen wir geschenkt. Und das ist die Sache. Wir müssen mehr politische Bildung haben. Wir müssen auch verstehen, was politische Bildung ist. Politische Bildung bedeutet nicht, dass ich den Menschen sage, was sie wählen sollen, sondern ihr erkläre, warum gewählt wird und warum es so wichtig ist, sich gesellschaftlich auch zu engagieren. Social Media gibt uns, wenn wir es positiv sehen, nämlich die Möglichkeit, dass wir uns alle gesellschaftlich engagieren können. Wir haben nämlich auf einmal diese öffentliche Plattform. Wir können an der öffentlichen Diskussion teilnehmen und wir müssen dementsprechend auch wieder lernen zu debattieren. Im Internet und gerade in den Kommentarspalten wird sehr viel gestritten, negativ gestritten. Wir müssen lernen, auch wieder mit Streit unsere Positionen zu verteidigen und auch positiv zu streiten, für etwas zu streiten. Und das ist ganz wichtig. An dieser Stelle erwähne ich gerne mal, wenn es zur Diskussion kommt, ein Projekt hier aus Österreich. Jugend debattiert im Mostviertel nennt sich das. Das ist ein schulübergreifendes Projekt. Da kommen mehrere Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe zusammen und lernen sozusagen in einer Art Debattierclub das Debattieren. Das heißt, sie machen auch Scheindebatten, die sie in die Öffentlichkeit tragen, wo man sieht, aha, so funktioniert was, dass man Argumente sammelt. Argumente gegeneinander aufwiegt und jede Seite vertritt ihre Position. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen halt auch klarkommen, mit anderen Positionen zu leben. Ja, auch ich liege nicht immer richtig und muss eben dementsprechend auch mal klarkommen und verstehen, dass jemand anderes richtig liegt und vielleicht das lernen und adaptieren. Und das sind ganz wichtige Dinge in Bezug auf Social Media. Social heißt in dem Sinne übersetzt ja gesellschaftlich und dementsprechend sind wir alle daran beteiligt und können und müssen das auch schaffen, damit klarzukommen, was da draußen ist. Also das ist mein Ansatz. Wirklich lernen, A, wie funktioniert das Ganze technisch natürlich. Ich muss in der Lage sein, Internet zu bedienen, aber auch die Inhalte und mich selbst darstellen zu können und mich selbst auch verteidigen oder gesellschaftlich voranbringen zu können. Ja, das ist eine perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage für diese Diskussionsrunde, nämlich was können wir denn selbst machen? Also, wir hatten ja gesagt, wir wollen nochmal darüber sprechen, wie erkenne ich Desinformation? Ein bisschen was kam in der Diskussion ja schon raus. Und was kann ich tun? Wie kann ich damit umgehen? Ich weiß auch noch, dass aus der letzten Woche hier sind einige aus dem Bildungskontext, aus verschiedenen Kontexten, die aber mit Bildung arbeiten. Wie kann ich das auch thematisieren mit den Leuten, für deren Bildung ich, also die Zuschauenden, verantwortlich sind? Was können wir jetzt konkret machen mit dem Wissen, was wir heute hier gelernt haben? Ich gucke mal in die Runde, Freiwillige zuerst. Die Frage richtet sich natürlich an euch alle. Ja. Ich antworte jetzt und gebe aber keinen Tipp, was man persönlich machen kann, sondern nochmal einen, im Prinzip auch so eine, auch wieder so eher als gesellschaftliche Aufgabe. Ich glaube, es ist wichtig, in Medienbildung, in Schulen, in anderen, bei der politischen Bildung etc. Zu vermitteln, wie im Internet, in den sozialen Medien, welche verschiedenen Wege es gibt, dass Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Dahinter würde zum Beispiel stecken, dass man Menschen, jungen Menschen, aber nicht mehr ganz so jungen Menschen tatsächlich erläutert, wo sind denn die Unterschiede in der Art, wie Journalismus funktioniert, versus wie arbeiten Influencerinnen und Influencer, was thematisieren die, und wo steckt da die Möglichkeit, dem zu vertrauen oder nicht, und was ist der Modus vielleicht von politischen Parteien, insbesondere politischen Parteien, weil dahinter stecken jeweils unterschiedliche Mechanismen, wie Informationen ausgewählt, überprüft oder aufbereitet werden. Und das ist es mag einzelne Ausnahmen geben, die dem widersprechen, aber im Großen und Ganzen ist zum Beispiel, das, was man so Qualitätsjournalismus nennt, das ist in Ländern, also in Österreich, sind das andere publizistische Angebote als in Deutschland. Aber
Der professionell betriebene Journalismus, die etablierten publizistischen Marken, die haben durch ihre Art und Weise, wie sie arbeiten, einen Vertrauensvorschuss verdient. Bin ich absolut von überzeugt. Selbst wenn man an manchen Stellen vielleicht unzufrieden ist mit der Art und wie da Sachen aufbereitet werden. Aber es ist eben trotzdem was anderes, als wenn ich die Alternativmedien mir angucke, die von sich auch sagen, sie arbeiten journalistisch, aber sie folgen eben nicht bestimmten journalistischen Standards. Und dieses Wissen, das ist jetzt, das ist der Kommunikationswissenschaftler in mir, der will, dass alle in den Schulen schon Grundwissen, Medienstrukturen oder sowas haben. Das ist auch jetzt ein bisschen überspitzt natürlich, aber das Wissen ist wichtig. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, ist schon eine Weile her. Da hatten wir ja sowas, Zeitung in der Schule. Da haben wir gelernt, wie wird eine Zeitung gemacht. Und dann haben wir auch gelernt, was ist der Unterschied zwischen einem journalistischen Kommentar und einer Nachricht und so weiter. Das passiert heute auch noch und muss aber. Und wird vielleicht auch schon an vielen Stellen eben angepasst werden auf die veränderte Art, wie Öffentlichkeit in digitalen Medien funktioniert. Ja, vielen Ich habe Dank. mal. Also, wir brauchen Wissen. Lukas. Genau, also ich komme jetzt erst, also sozusagen, ich denke, mit den konkreten Bildungszielen, da kann der André deutlich mehr dazu sagen. Also ich glaube grundsätzlich einfach die Anerkennung, dass Urteilsfähigkeit und Medienkompetenz einfach De Demokratiekompetenzen sind, das ist sozusagen erstmal das Allererste. Was man natürlich persönlich machen kann, ist sozusagen wachsam zu bleiben, sensibilisiert sein dafür, dass sozusagen nicht alles, was einem begegnet, sozusagen auch der Wahrheit entspricht. Spricht und den Versuch zu unternehmen, das sozusagen auch zu widerlegen, keinen Diskurs auch zu scheuen. Also durchaus, wenn man dann mal in eine Auseinandersetzung über politische Inhalte eintritt, da durchaus versuchen, konstruktiv zu einer Debatte beizutragen. Das sind, denke ich, so die wesentlichen Aspekte, die man da durchaus mit einbringen kann. Und versuchen tatsächlich ja immer kompromissfähig auch zu sein. Also sind wir bei den ganzen Demokratiekompetenzen, ich habe sie jetzt alle aufgezählt, das sozusagen zu schärfen und auch selber einzuüben, immer mit dem Wissen, dass man natürlich fehlbar ist, so wie es, denke ich, auch ganz klar ist, was ja auch schon bemerkt wurde. Gut, da springe ich jetzt mal direkt dran. Gerne. Grundsätzlich, ja, keine Demokratie ohne politische Bildung. Ich selbst bin vor Jahren in dieses leider kalte Wasser geschmissen worden hier in Österreich, um für das Bildungsministerium Unterrichtsinhalte zu entwerfen. Also unwahrscheinlich schwer zu sagen, okay, wir müssen jetzt digitale Unterrichtsinhalte machen. Was machen wir da überhaupt? Und irgendwann hat sich daraus im Laufe der Jahre rauskristallisiert, und das ist auch ein ganz gutes Modell, zwei Formen beizubringen. Einmal das sogenannte Debunking. Das sind halt die Tools, die Werkzeuge, die es im Internet gibt, mit denen ich Inhalte entlarven kann. Also wie funktionieren Suchmaschinen, wie funktionieren Bildersuchmaschinen, wie funktionieren Kartendienste, Archivierung, bis hin zur Account-Verifikation. Mit wem schreibe ich da überhaupt? Wer ist das auf der anderen Seite? Und dann das sogenannte Pre-Bunking-Modell. Und da wird es dann spannend. Pre-Bunking bedeutet, dass ich Menschen beibringe, dass sie verstehen, wie Informationen funktionieren, auch wie Desinformation funktioniert, und dass sie erkannt werden, wenn sie schon bereits auftreten. Das heißt, da geht es dann um bestimmte Narrative. Wie funktionieren sinnstiftende Erzählungen? Da geht es dann auch darum, das sogenannte Framing, also werde ich manipuliert mit Worten, mit Bildern, aber auch Fremdinhaltanalyse. Das bedeutet eben genau, wie funktioniert Journalismus, seriöser Journalismus? Check, Recheck, Doublecheck. Was sind Fakten? Was ist Meinung? Und dass man das eben herausbekommt, dann weiß ich schon, wenn ich ein Medium sehe, beispielsweise aus dem alternativen Medienspektrum, dass sie sagen kann, natürlich, das darf existieren, von mir aus, aber ich muss halt wissen, das nutzt bestimmte journalistische Standards einfach nicht, und deswegen ist das weniger glaubwürdig als ein Medium, das grundsätzlich sich an journalistische Standards hält. Und das ist eben auch ganz wichtig beizubringen, dieses Pre-Bunking-Modell. Das finde ich am Ende enorm wichtig, aber es ist halt leider sehr schwer, das zu machen. Also Pre-Bunking und Debunking als Stichworte, die wir uns jetzt merken. Vielen Dank bis hierher für den wirklich sehr interessanten Input, wie ich finde. Ich würde gerne die letzte Viertelstunde nutzen für Fragen von den Zuhörenden. Ich sehe auch, einige haben sich schon Notizen gemacht. Ich danke euch bis hierher. Wir beenden jetzt die Aufnahme. Das heißt, wir verabschieden uns von denjenigen, die sich die Aufnahme angeschaut haben. Danke fürs Zugucken. Und